Servus Leute, willkommen zu Zelda Tears of the Kingdom. Wenn es euch gefällt, dann lasst ein Abo da, würde mich sehr freuen. Ansonsten viel Spaß bei der heutigen Folge. Letztes Mal sind wir eigentlich davon ausgegangen, dass wir im Finale können, aber nö. Pura sagte sich, nein, helft mal der anderen mit der Untergrundforschung noch, weil wir ja eigentlich noch gar nicht wissen, wo Ganondorf ist. Und jetzt sind wir hier im Untergrund unterwegs und dürfen jede Menge Spaß mit Koga und seiner Idiotenbande haben. Wir waren erst bei der Mine im Süden, unterhalb der Gerudo-Wüste, und jetzt sind wir hier im Osten in Ranel, unterhalb der Sora-Domäne, und dürfen Sora-Statuen folgen, um die nächste Mine zu finden, wo wir dann wieder Koga und seiner Idiotenbande begegnen werden. Ja. Aber was macht man nicht alles, um einen ordentlichen Spieldurchlauf zu beenden? Ich meine, grundsätzlich wissen wir ja, wo Ganondorf ist, aber wie gesagt, ich will das hier richtig machen, also leiden wir noch ein bisschen mehr und geht. Geht an dem Schleim hier vorbei. Aber nicht so! Mann, vorbei! Nicht reinspringen! Okay, wir brauchen immer wieder ein bisschen Licht und ich glaube mich zu erinnern, dass wir nicht mehr haben. 78, gut, das passt. Nur große haben wir nicht mehr. Leben. Okay, du zeigst mir in die Richtung. Alles klar. Da ist die nächste Statue. Sehr gut. Nach vorne und wusch. So. Okay, du schickst mich dann einfach nur in die Richtung nach oben? Ja, offensichtlich. Da ist eine Wand, da soll ich rauf. Gut, geh ich rauf. Ach, das ist schon die nächste Statue. Alles klar. Mine im Rutotal. Wir sind ja schon da. Ei, wir sind ja schon da. Ja, gut, nicht ganz so, wie ich mir das gedacht hatte. Du zeigst dann in die Richtung, da ist eine Statue. Hier ist eine Statue. Okay, und wir dürfen dann nach hier gehen. Alles Klärchen, Wunderbärchen. Zack. Oh, das war ein Baum. Scheiße, das war ein Baum. Wo ist dann Sreidwe weiter? Irgendwo da oben oder was? Hä? Nee, warte mal. Ei, verpipscht, das geht ja gar nicht. Zeig doch mehr so in die Richtung. Ich hält. Zeig doch mehr so in die Richtung und warum ist mein Roboter eigentlich immer da, wo ich nicht bin? Komm mal her jetzt, Robot, ich brauch dich. Nein, ich will den Robot haben. Nein, ich will hier rauf. Danke, Minero. Das muss ja dann irgendwo hier sein, theoretisch. O oder? Hä? Warte mal. Es ist arschdunkel hier. Ich sehe nix. Hier ist eine Statue. Absteigen. Ja. Ich brauche große Dinger wieder. Ich muss hier echt mal irgendwo sammeln gehen. Jo, perfekt. Das geht dann. Wo guckst du hin? Ernsthaft? Okay. Aber du zeigst jetzt wirklich nach oben. Du musst hier wirklich klettern gehen. Aber ich dachte, ich bin schon bei der Mine gewesen. Ja, offensichtlich ja doch nicht so, ne? Na gut, ich hab daneben geworfen. Machen wir es halt so.
Okay, ah, da hinten ist die Mine, ich sehe es. Ich hab's gesehen. Ich weiß nicht, wie ich da vorne durchkommen soll. Mach ich mal Licht. Ach, das ist eine Statue. Was ist da im Weg, weil ich da nicht durchgucken konnte, meine Statue. Ui, große Seelen. Und da unten ist direkt so eine Wurzel. Sehr schön. Aber nicht gespannt, was Koga sich diesmal so alles ausdenkt. Ja. Übrigens ist ganz wichtig, ich bin vom 11. bis 22. im Urlaub, also dann kriegt ihr zwar weiterhin Videos, also für euch ändert sich nichts, aber ich werde die Verteilung ein bisschen umstellen, um das mit der Vorproduktion besser zu machen, damit die Folgen nicht zu weit fortgeschritten sind und ihr noch so ein bisschen, wie soll ich denn darüber kommen? Ihr noch so ein wenig up to date seid. Ich habe ein Problem. Das ist, da muss ich schwimmen, oder? Ja, bräuchte ich ein Boot für. Habe ich ein... Ups, falsch. Habe ich ein Boot? Ein Landboot. Na gut, kann das Landboot auch auf dem Wasser fahren? Blöde Frage. Ach so, das braucht großes Zeug. Scheiße. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig, dass er großes Zeug braucht. Ich komme da auch nicht mehr hochklettert, ne? Ne, never ever komme ich da auch hochgeklettert. Never ever langt das. Ah, gut, was mache ich denn jetzt? Fliege, hau ab. Was zum Donnerwetter soll ich jetzt tun? Ich komme da nie im Leben drüben an. Habe ich irgendwas? Ich habe kein Sonanium mehr, ne? Deswegen. Ich habe gar nichts mehr. Shit! Ich besitze nichts mehr. Ich muss das anders regeln. Ich hätte mein Sonanium nicht auf den Kopf hauen sollen für Batterie-Upgrades, die wir nicht mehr brauchen. Na gut, wir haben jetzt fast ein zweites Batterie-Upgrade dadurch, aber... Alter, noch fast, ne? Ah, guck mal, ein Boot. Ich habe ein Boot gefunden. Cool, ein Jetski. Let's go! Yay, Wave Race! Ah, ich hätte so gerne ein neues Wave Race, ne? Aber ich hätte nie eins bekommen, das weiß ich, weil Nintendo mich nicht mag. Perfekt angelegt, wie in Resident Evil 5. Okay, Koga, was hast du zu bieten? Was für eine Waffe habe ich hier gleich ausgerüstet? Ich habe aktuell, ups, eine 35er Waffe. Ich könnte auch theoretisch schon das Hammerschwert nutzen vom Stahlhinox. Oder spaßeshalber so eine Ganondorf-Waffe nutzen. Die sind so stark, ne? Das sind die Lanzen von Ganondorf. Würde ich gerne behalten. Vielleicht nutzt das Master Schwert. Einfach mal so aus Spaß. Das hat jetzt 56, wenn ich richtig lese, ja. Ja, was soll's, komm. Master Sword! Bring it on! Mist, das stimmt doch schon wieder was nicht. Hätte ich meine Hand irgendwie falsch? Nein, so geht das nicht. Hallo? Huch, wie lange bist du denn schon herum? Spionierst du mir etwa nach? Du! Feigling! Ich hatte doch gesagt, dass ich meinen Plan geändert habe. Diese alberne Macht der Götter brauche ich nicht. Aber hier haben wir alles schon abgegrast. Was du gerade sahst, war nur... Tja! Pillepalle! Okay, und was genau tust du dann hier, wenn doch hier schon alles abgegrast ist? Willst du kämpfen oder haust du direkt ab oder wie? Da! Ach, ist doch auch Schnuppe. Dafür kann ich es nicht fassen, dass du mir bis hierher gefolgt bist, nerviger Typ. In alten Zeiten zuliebe hatte ich dir den Riesen Gefallen getan, gegen mich antreten zu dürfen. Aber so wie Dinge jetzt stehen, kannst du mir gut und gerne gestohlen bleiben. Das Ende ist nämlich nah!
Seriously, du baust. Ich kann also meine wertvolle Zeit nicht mit einem Duell gegen dich vergeuden. Macht ihn platt, meine Schergen! Willst du mich gerade verarschen? Let's go! Feuer! Ernsthaft? Oh Gott! Wir fahren neben ihm! Feuer! Boom! Ich übernehme das jetzt. Jetzt habe ich dein großes Boot, Koga. Was machst du denn, du dämliches Goronenviech? Volltreffer. Der haut mir zu schnell ab, die feige Ratte. Mist. Ah. Ach so, Stacheln. Aua! Aua! Ja, warte, Koga! I'm coming for you! Alles klar! Yunobu, mach dich bereit! Und Feuer! Wo ist mein Gorone? Das gibt's doch nicht! Link, geh doch da hoch jetzt! Du Affe, geh da hoch! Oh. Mann! Schwimmt dir erstmal eine halbe Stunde durch die Gegend. Aua! Ich bin abgerutscht. War einfach zu nass. Aber freu dich nicht zu früh, Link. Ich habe schon alle Sodau-Energiekristalle eingesackt, die es hier gab. Und jetzt halt dich fest. Meine Schergen haben sich gemeldet. Sie haben ihn gefunden. Den Dämonenkönig! Keine Mine im Norden. Yes! Fast sind wir soweit. Nur noch ein winziger Schritt, bis der lang gehegte Wunsch der Jägerbande in Erfüllung geht. Wir haben nun mehr als genug Sodau-Energiekristalle. Die nächste verlassene Mine wird also die wird also die letzte sein. Hör gut zu, Link. Meine letzte Ausgrabung werde ich in der verlassenen Nordwestmine vornehmen. Nein. Warum denn? Danach werde ich mit der gesammelten Macht die ultimative Waffe aktivieren, die uns den Dämonenkönig darbieten. Das heißt für die Welt, Schluss, aus, vorbei. Und unsere nächste Begegnung wird die letzte sein. Versprich nichts, was du nicht halten kannst, du Hässlohn. Dann kriegst du deine Abreibung. Abwarten. Der letzte Kampf von dir war besser als der hier, weil er wusste ich echt nicht, was ich tun soll, bis ich die Raketen entdeckt habe. Das war schon leicht peinlich, aber gut. Link, danke, dass du die Eindringlinge unschädlich gemacht hast. Ich habe alles mit angehört. Diese verlassene Mine im Nordwesten, die dieser Mann erreichen will, ist sicher die verlassene Hebra-Mine.
Allerdings sind Abgründe in der Hebra-Region ausgesprochen rar gesät und der Weg, der vom Hyrule-Gebirge dorthin geführt hat, soll durch Witterungseinflüsse jetzt unbenutzbar sein. Aber wenn ich mich nicht vertue, gibt es einen Abgrund, über den man die verlassene Mine direkt erreicht. Ach, bevor deine Reise aufbricht. Mein Artgenosse da drüben arbeitet an Bauplansteinplatten. Ich möchte dir gern eine vermachen. Alles Klärchen. Gib mir mal kurz den Inhalt der Truhe, wenn man Nase juckt. Ganz toll. Bestes Timing. Enormer Sonau Energiekristall. Wir haben fast genug für 3 Upgrades. Jetzt haben wir echt belohnt hier. Ich brauche von dir da hinten noch ein bisschen was. Ich brauche 4 Dinger. 4. Mehr nicht. Komm, wach auf. Wenn wir schon haben, können wir es auch ausgeben. Ja, ich weiß, können wir nichts mehr bauen. Aber Autorisierung erfolgreich. Willkommen, Meister. Ich bin ein Alchemiekonstrukt, wie du schon mehrere von uns gesehen hast. Auch ich habe Sonanium zu verarbeiten und bliblablub. Und ja, einen Moment bitte. Ich bemerke, du hast es eilig, also möchte ich dir nicht länger auf den Keks gehen. Gut, dankeschön. Auf Wiedersehen, Meister. Ja, wird nicht passieren. Ich habe 7. Toll. Ich krieg nicht genug zusammen. Willst du mich eigentlich verarschen? Was? Warte, was? Achso, nee, ich muss hier. Da einfach da drauf klicken. Hä? Bitte sehr. Mist! Das gibt's doch nicht! Ich werde das erhaltene Sonanium weiterverarbeiten. Ist doch alles scheiße. Ich brauche so. Gib mir das Sonanium, was da liegt. Das ist eine wertvolle Ressource, die ich zu anderen Materialien verarbeiten werde. Ich kann sie da nicht überlassen, Meister. Wenn du auf bereits gewonnene Materialien aus bist, sieh dich bitte dort in den Regalen um. Ich bin dein Meister. Gib mir alles, was du hast, du Idiot. Ah, scheiße. Egal, ich komme noch dahin, wo ich hin will. Wir kriegen sie 3 Upgrades noch. Das gebe ich noch aus vom Finale. Ja, bla bla. Willkommen. Einst konnte man hier viel Sonanium finden und dieser Ort war eine florierende Schmelzhütte. Ich verwalte im Bergbau verwendete Bauplansteinplatten. Nanu, ich detektiere eine Bauplansteinplatte, die du noch nicht hast. Dann bekommst du von mir dieses neue Exemplar. Bauplansteinplatte. Und wir bekommen ein Blitzschlagboot. Cool. Die neue Bauplansteinplatte wurde in der Bautomatik registriert. Ich werde auch die Materialien bereitstellen, um die Bautomatik zu testen. Ich will Sonanium. Ich brauche noch 8, glaube ich. 8 Sonanium. Ich hoffe, dass dir die von mir überreichte Bauplansteinplatte von Nutzen sein wird. Ja, mal sehen. Ich muss ja hier mit dem Boot fahren. Ich muss ja jetzt weg. Ich muss ja nach Hebra. Was ist eigentlich hier drin noch? Achso, ein Buch. Toll. Brauche ich die Kopf wie im Buch. Also, jetzt im Moment jedenfalls. Gut, dann würde ich sagen, sind wir hier unten fertig. Nein, brauchen wir nicht. Okay, dann gehen wir halt. Da wäre die Schatztruhe irgendwo gewesen. Boah, und der Rest ist nur echt weit weg. Okay, die Hebra-Mine. Ich denke mal an, wir müssen zuerst hierhin zurückgehen. Halt, wo war das nochmal? Da. Und mit der anderen reden, damit die weiß, ah, wir haben was gefunden, bla bla, bum bum, Mine, bibabo. Aber zu der anderen kommen wir wenigstens direkt. Dann würde ich sagen, machen wir die Folge noch, diese Mine. Und danach machen wir Upgrades, wo wir wahrscheinlich fast für 4 Upgrades Zeug haben. Ich muss echt so Sonanium irgendwo herkriegen. Und dann, ja, dann wird es Zeit, nicht wahr? Die Frage ist halt, müssen wir diese ultimative Waffe von Koga bekämpfen oder jagt er sich damit selbst in die Luft? Ich meine, Koga ist ein Idiot. Ein waschechter Vollidiot. Also, da ist alles möglich. Boah, Güte, wie? Ich hab da was gefunden.
Alter, kann man nicht so Narnien bei dem Idioten da kaufen, bei der Statue? Ha, das würde dich interessieren. Ich habe einen neuen Bericht über den Untergrund erhalten. Unsere Forscher sind nämlich den Statuen gefolgt, die auf dem Boden der Abgründe entdeckt wurden. Die Statuen führten direkt unter das Dorf der Soras und es wurden dort Spuren einer alten Zivilisation entdeckt. Weitere Nachforschungen ergaben, dass die nach Südwesten ausgerichteten Statuen nach Girudo stattführten. Daher gehe ich davon aus, dass es eine Verbindung zwischen Oberfläche und Untergrund gibt. Also habe ich in jeder Region nach weiteren Abgründen suchen lassen. Und tatsächlich, es wurde ein weiterer Abgrund in einer Klippe beim Dorf der Orni in Hebra im Nordwesten entdeckt. Dankeschön. Als nächstes werde ich also überprüfen lassen, ob man von dort aus direkt unter das Dorf der Orni gelangt. Denn wenn der Abgrund in dem Dorf der Orni ist, dann wahrscheinlich schon. Joscha. Ihnen habe ich etwas Neues für den Untergrund erfahre, motiviert mich das ungeheuer. Ich werde weiterhin Informationen über den Untergrund sammeln, mit denen ich dich schützen kann. Sprich mich doch später noch einmal an. Ich spüre ganz deutlich, dass wir einen Hinweis auf den Verbleib der Prinzessin immer näher kommen. Ja, hör mir doch einfach mal zu, ich weiß, wo sie ist. Die fliegt da rum, da oben, irgendwo am Himmel, als weißer Drache, mit eiskaltem Blick. Wenn wir uns beide so richtig anstrengen, finden wir ganz sicher etwas, Herr Link. Ja, wenn du so weiter suchst wie jetzt, statt mir zuzuhören, findest du gar nichts. Oh, hi. Ich bin ehrlich da, hast du so Narnium für mich? Nein, aber das Dunkelgewand. Das ist super schwach, das Dunkelgewand. Von einer seltsamen Statue im Tausch gegen ihre Lichter erhaltenes Fliege. Achtung Leute, es wird laut. Mist. Die Sau war schneller als ich. Naja, eines Tages. Wisst ihr was? Ich gebe das jetzt aus, einfach so, weil wir es uns leisten können. Dann zeige ich das mal kurz. So sieht's aus. Das ist ja das Darklink-Gewand. Ich glaube auch nicht, dass wir das hoch genug kriegen, damit das mit der Ritterrüstung mithalten kann. Die ist und bleibt die beste Rüstung, die wir haben. Okay, nach Hebra, unter das Dorf der Orni. Ein Loch in einer Klippe am Dorf der Orni. Es muss ja direkt unten drunter sein, weil dann in der Rundung da. Das macht ja keinen Sinn. Dann wäre der Abgrund im Graben. Ne? Also muss das entweder bei der vorgelegten Insel sein oder direkt unter dem Dorf der Orni. Ich bin echt gespannt, wo das ist. Ich habe keine Vorstellung. Wir könnten drum rumlaufen, uns da vielleicht suchen, ja? Das wird, glaube ich, funktionieren. Nein, da wollte ich nicht hin. Nein, Link, lass los! Mach nicht immer, was du willst. Du hast meinen Befehlen zu gehorchen. So, gehen wir mal hier rum und gucken mal, ob hier irgendwo ein Eingang in den Untergrund ist. Also, da muss ja irgendwo eine Höhle sein, ne? Hier in der Wand. Ich sehe halt nichts, das ist das Problem. Weil man ja auch nicht wirklich runter gucken kann. Aber ich darf auch nicht runterfliegen, weil dann sehe ich ja noch weniger. Wenn ich erstmal runterkommen muss auf die entsprechende Höhe. Die Frage ist also, wo ist der Zugang, den wir suchen? Da unten vielleicht? Nee. Sag mal. Weißt du was, flieg jetzt doch mal ein bisschen außen rum. Wo ist der Zugang? Theoretisch muss der ja gut einsehbar sein. Der war halt auch nur theoretisch. Kann in der Praxis so wieder ganz anders aussehen. Scheiße. Schafft das noch da hoch, dass ich wieder auf sicherem Boden stehe? Nein, bin tot. Oh, es hat nicht so gut funktioniert. Okay, dann machen wir es anders. Dann machen wir es ganz anders. Dann gehen wir außen rum. Gehen wir außen rum und gucken von außen mal drauf. Das frisst jetzt Zeit, ich weiß, aber was soll ich machen? Ich weiß ja nicht, wo der Zugang ist. Wir haben nur gehört, dass er irgendwie an der Wand sein soll. Das kann jetzt alles und nichts bedeuten. Ist ein bisschen doof. Aber wir finden das schon, wir finden das schon. Keine Sorge, Leute. Also auf der Seite sehe ich schon mal keinen Zugang zu irgendeiner Höhle. Die auch nur irgendwo wäre.
Also lasst uns einfach mal drumherum wandern. Dann finden wir schon, was wir suchen. Hoffentlich. Es muss unterhalb der Stadt sein. Anders geht's nicht. Wahrscheinlich in irgendeiner gemeinen Höhle, die man aber trotzdem von außen sehen können muss. Es geht ja gar nicht anders. Warum ist da eigentlich dieses Lagerfeuer mit dem Heißluftballon? Das ist auch interessant. Pass mal auf, am Ende war es jetzt da, wo die Statue. Doch, nee, wo der Schrein war. Direkt unterhalb des Schreins. Dann heul ich aber. Das sieht nach einer Höhle aus, ne? Das sieht nach einer Höhle aus. Aber warte mal, warte, warte, warte. Okay, die Richtung. Ich glaube, ich habe es gefunden, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Das wäre jetzt natürlich ein Zufall, wenn es dran vorbeigeflogen wäre, ne? Würde ich mich ärgern, weil wir waren ja da bei dem Ding. Und dann bin ich weitergeflogen und habe das nicht gesehen. Jetzt habe ich es aber gesehen. Also auf der Rückseite des Dorfs der Orni, so gesehen. Ist eher in die Richtung. Da, wo der Heißluftballon ist, dann. Da. Tatsache! Hier ist es! Ha! Also beim Heißluftballon einfach runter. Cool! Schwuppidi-bap-bap-badu. Fliegen in den Untergrund hinunter. Und da ist eine Wurzel, die will ich haben. Nach Koga müssen wir ein bisschen heilen, fällt mir gerade ein. So. Wir sind unterhalb des Dorfs der Sora. Oh wow, hier ist sogar gar nichts anderes außer die Mine. Man kann wirklich nicht anders dahin. Das ist hart. Du musst wirklich durch dieses Loch kommen. Ich hätte gedacht, dass wir vielleicht doch noch irgendwie einen anderen Weg finden können, aber nein. Okay, was hat Koga uns denn hier entgegenzusetzen? Kurz vor seiner ultimativen Waffe. So, Koga, bist du bereit für den Final Fight? Ich nehme mich ja. Bringen wir es hinter uns, Kollege. Sieht gut aus, das Schild, ne? Bring it on, bitch. Entschuldigung. Aber ich mag ihn nicht. Ging mir in Hyrule Warriors Zeit der Verheerung so auf den Keks, der Kollege. In Breath of the Wild ist er cool. Hier ist er okay. Bislang. Guck mal, was das Finale so bringt. Ich habe auf dich gewartet. Es ist vollbracht. Wir haben genug Sonau Energiekristalle. Also nun, unsere ultimative Waffe. Ja, was ist es denn? Ein Geschenk für den Dämonenkönig. Ja, was ist es denn jetzt? Schwabbelbauch. Frisch reaktiviert. Mann, gehst du mir auf die Nerven? Sag's doch einfach. Nochmal die Facecam aus. Ein denkwürdiger Tag. Es wird als Tag der Reaktivierung der ultimativen Waffe in die Geschichte eingehen. Und als Tag, an dem das Ende der Welt begann. Sieh nur, ist diese Waffe nicht wunderschön? Ja, was denn? Da ist doch gar nichts bei dir. Oh. Er hat mein Konstrukt nachgebaut. Also Mineros Konstrukt. Dieses unbesiegbare Sonau-Konstrukt, deswegen die Arena. Wir müssen jetzt quasi den Bosskampf aus dem Geistertempel wiederholen. Aber dann können wir das doch gar nicht machen ohne Minero, oder? Weird. Freu dich, Link. Du darfst das Testobjekt draufgehen. Welch unverdiente Ehre. Danach mache ich mich auf den Weg zu den tiefsten Tiefen unter Schloss Hyrule. Ja, welche Überraschung. Wo der Dämonenkönig sein soll. Dorthin, wo das Ende beginnt.
zu Schloss Hyrules Untergrund. Ja, wir brauchen Safe Minero, um hier zu kämpfen. Also, hol mich doch, wenn du kannst. Jetzt ist dein Ende gekommen. Abwarten, du Dummschwätzer. Ich baller dich einfach da runter und gut ist. Bums. Okay, das war nicht so gut. Dann gib mir doch mal eben... Nein, gib mir doch mal eben meinen 35er wieder. Wo ist der schnell? Hä? Mist, aua. Okay, weißt du was? Minero, Minero! Minero, lass mich aufsteigen! Danke! Aua. Okay. Mist! Ne, ich krieg den einfach nicht erwischt, ne? Der ist zu schnell. Ne, das gibt's doch nicht. Ich krieg den nicht. Ich, was? Endlich. Oh nee, das hat dich geschützt. Was ist denn das für ein Scheiß? Hör, was? Aua! Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich rüberstoßen, oder? Jetzt geht's gar nicht anders. Jetzt brauche ich Minero tatsächlich. Oder kann ich einfach wie eine Bombe? Problem ist einfach Bombe, La Bomba, La Bomba, 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 La Bomba. Wo bist du denn? Hallo? Da. Au! Okay, das funktioniert nicht. Das ist gut. Und jetzt? Boah, also ich. Na, was kann man denn jetzt machen? Wir könnten Minero. Ich brauch. Na. Ah! Haha! Gib mir eine andere Waffe hier, das da. Nein, du entkommst mir jetzt nicht, Kollege. Mist, ich habe immer fast nichts mehr, was Gutes. Hm, scheiße. Nein! Oh, Kacke.
Hä? Lässt es automatisch fallen? Und das war's jetzt endlich. Boah. Nervtötender Bosskampf. Cooler Bosskampf, aber nervtöten. Quasi der Bosskampf aus dem Geistertempel, nur nochmal ein etwas schwieriger. Oh nein. Meine Waffe. Ich hätte nie gedacht, dass ihr Ende so aussehen würde. Das war gemein. Was soll ich ihm denn jetzt darbieten? Es ist zum Aus der Haut fahren. Was ist denn jetzt los? Jetzt hast du es geschafft. Ich mache ernst. Meine brandneue, hier unten erfundene Geheimtechnik macht dir den Garaus aus. Was? Zitterst du schon? Dies ist die super einzigartige Raketenkettenexplosion. War schön mit dir. Schnapp ihn dir fiese Tschüss, Koga, und hoffentlich ist er für immer. Was zum? Feigling, damit kommst du nicht durch! Oh nein, er kommt wieder in die Oberfläche. Kacke. Dann also im nächsten Teil. Über den Wolken gegen Koga kämpfen. Kogas finstere Pläne geschafft. Puh. Oh Meister, ich will so gleich an deiner Seite sein. Bitte geduldig einen Augenblick. Du hast den Eindringling in die Flucht geschlagen. Dafür danke ich dir sehr. Ich habe mir den Kampf aus der Nähe angesehen. Deshalb ist für mich klar, so wie es ihm ergangen ist, wird er sich in weiteren verlassenen Bergwerkstollen gewiss nicht mehr blicken lassen. Die Fliege ist dermaßen nervig, ey. Ist der Wahnsinn. Solltest du nach Stollen wie diesem suchen, hätte ich einen Rat für dich. Suche stets dort. Aber du Mistviech! Hock dich irgendwo, mich umbringen kann, dann tue ich's. Gott, kann so ein Viech nur so dermaßen nervtötend sein? Man kann da Orte wie Dörfer und Siedlungen befinden. So kurios es auch klingt, es scheinen etliche Verbindungen zwischen Oberfläche und Untergrund zu bestehen. Wenn dich so etwas auch interessiert, Meister, solltest du meinen Rat befolgen. Ach, bevor du auf deine Reise aufbrichst, da ist noch so eine Tafel, die ich dir schenken möchte. Mein Artgenosse da drüben arbeitet an Bauplansteinplatten. Ich möchte dir gern eine vermachen. Ja, da habe ich jetzt trotzdem gerne an die Kisten. Dankeschön. Ach Gott. Ja, ich hab's geahnt. Und hier noch einer, oder was? Nee, ein Diamant. Schön. Wir können uns, ich brauche trotzdem noch zwei Dinger irgendwo her. So zum Heulen. Ich brauche noch zwei Sonanium-Teile irgendwo her. Und ich weiß nicht, woher. Oh, zu mir vom Bauplan. Mach es mir schnell durch, weil wir ja eh das jetzt nicht bauen werden, was wir bekommen. Und wir bekommen Raketenabschussrampe. Ich will ja nicht sagen, aber kann ich nicht einfach alles als Raketenabschussrampe benutzen oder hat das jetzt einen Special-Effekt? Nun, ja, wir werden uns das mal angucken, weil mich das jetzt doch interessiert, was genau das jetzt bewirkt, diese Raketenabschussrampe. Ich hoffe, dass dir die von mir überreichte Bauplan-Steinplatte von Nutzen sein wird. Boah, das werden wir gleich mal sehen. Wir testen das jetzt mal. Also, ich habe eine Raketenabschussrampe.
bauen. Okay, und was genau bewirkst du jetzt? Ah ja. Okay, das ist cool. Und das ist hier. Warte. Dankeschön. Okay, weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Wir wollen hier hin. Zu dem Ding. Batterie-Upgrades. 4 Stück. 4 kriegt man allein für die. Hockt ja mal hier vorne irgendwo hin. So von meinem Xbox Series X Controller, der für den PC gedacht ist. Okay, mal draufhauen. Wobei ich meistens Wavebird Controller vom GameCube spiele. Weil ich ja eh nur den GameCube Emulator mich am PC benutze. Werden auch Videos irgendwann zukommen, wenn ich mich dazu durchringe, das aufzunehmen. Aber wird wahrscheinlich mit Ocarina of Time und Wind Waker dann erfolgen. In absehbarer Zukunft. Aber jetzt gibt es ja erstmal das Votum Final Fantasy gegen Jack and Dexter. Bislang führt Final Fantasy eindeutig, also wird es wohl Final Fantasy 13 geben. Als Zelda-Nachfolger. Und danach dann wahrscheinlich Ocarina of Time. Dies ist eine Batteriemaschine. Ja, bleib doch mal sitzen, du blödes Viech. Ich krieg dich noch. Ich glaube, es sind sogar 2. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja, möchte ich. Soll ich 400 Sono... ja, bitte. Hau weg. Einen Moment, bitte. Geil! Jetzt haben wir 3 komplette Batterien. Ist das nicht cool? Zum Ende hin doch nochmal richtig ein Upgrade bekommen. Deine Sonau bei einer Gigasale konnten erfolgreich in 4 Zusatzbatterien umgewandelt werden. Bam! 3 komplette Batterien. Sehr schön. Das langt. Damit können wir gerne dort sogar noch mit Drohnen angreifen, wenn wir wollen. Bitte kehre jederzeit zurück. Okay, dann müssen wir jetzt noch irgendwo heilen gehen. Ich würde sagen, das machen wir in der Nähe von Schloss. Aber können wir hier eigentlich irgendwo schlafen? Am Spähposten? Ich meine ja, ich weiß aber nicht mehr. Deswegen gehen wir einfach mal zu einem Ding. So, können wir nochmal gucken wegen der, wo wollte ich denn da jetzt hin eigentlich? Wegen der großen Fee, ob die unsere andere Rüstung da verbessern kann. Um euch mal zu zeigen, was ihr für diese Finsternisrüstung da braucht. Und dann sind wir unter einer Stunde geblieben. Ist auch sehr schön. Nächste Folge, also wirklich endlich das Finale von Tears of the Kingdom. Und ich finde, es ist auch besser so, wenn ich die 100% macht. Weil wenn ich sehe, wie viele Folgen manch anderer da braucht, Junge, das würde ich mir niemals im Leben angucken. Also warum soll ich es dann aufnehmen? Versteht ihr, was ich meine? Das macht nicht so viel Sinn. Und das Master-Schwert muss ich noch erholen, glaube ich, oder können wir es schon wieder nutzen? Ja, ich muss ihn noch erholen. Müssen wir wieder Waffen basteln dann, unsere besten Materialien nutzen. Weil wir können auch die Ganondorf-Waffen nutzen, ganz ehrlich. Selbst wenn wir da ein bisschen Schaden nehmen, wir sollten genügend aushalten können. Bin ich überhaupt richtig gerade? Ja. Um ihm dermaßen eine reinzuknallen, dass er das nicht lange aushält. Vermutlich wird es aber eh mehrere Phasen geben, also werden wir das dann on the fly machen. Bam, 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 bam. So, hi. Hallo, hallo. Du bist doch sicher hier, um deine Kleidung verstärken zu lassen, oder? Ja, beträchtlich, ich weiß. Kann man das überhaupt verbessern? Kann man gar nicht verbessern. Seht ihr das? Das wird mir gar nicht angezeigt. Oder bin ich blöd? Nee, das kann man nicht verbessern, das Rüstungsteil. Das bleibt auf ewig furchtbar, furchtbar schwach. Doch, hier ist es. Aber es ist nicht verstärkbar. Warum bist du nicht verstärkbar? Du bleibst also auf ewig einfach nur furchtbar schwach. Und furchtbar. Wow. Das hat sich wunderbar gelohnt, das Ding zu kaufen. Also wenn ihr die Seelen habt, gebt sie lieber für was anderes aus. Für die Rüstung lohnt es sich nicht. Die ist Schrott. Oder bekommt die einen mächtigen Boost, wenn man alle 3 Teile hat. Oder damit dann erst der besser war, das wäre alles irgendwie ein bisschen quatschig.
Ja, unsere Ritterrüstung, den Helm und die Hose nochmal zu verbessern, das werden wir nicht hinbekommen. Da werden wir viel zu viele Sachen brauchen. Okay, ich gehe dann mal eben schlafen und heile mich. Gute, komm mal her, Kollege. Ja, gut, dann müssen wir hin, was? Ja. Und weißt du was? Heute gönne ich mir mal das Marlon-Bett. Ja, ich bin jetzt. Warte. Ich habe doch das Marlon-Bett Premium erhalten. Einen Moment. Was macht das überhaupt? Du möchtest also eine Prämie für deine Stallpunkte, stimmt's? Wenn du noch einen Stallpunkt mehr sammelst, dann kannst du im Marlon-Bett immer nach. Erhält die We eine Weissagung des Pferdes und des Marlon. Also, okay, gut. Dann bin ich da raus. Normales Bett, danke. Es sind wirklich zwei Fliegen. Ich krieg die Krise. Es sind zwei verdammte Fliegen. Oh, nee. Ich werde nach der Folge auf Fliegenjagd gehen, glaube ich. Oder mache ich es gerade direkt noch? Ich weiß es nicht. Wäre eigentlich sinnvoll, wenn ich mich voll auf Final Fantasy konzentrieren könnte? Okay, es wäre Blutmondnacht gewesen. Das heißt, theoretisch müsste ich jetzt zwei Hinoxe, die ich angreifen kann. Wobei ich den einen nie wiederfinde. Der war bei den ersten Statuen, so Richtung südliche Mine. Guten Morgen. Fühlst du dich. Dieses Viecher ist jetzt so dermaßen nervtötend. Das ist ja nicht mehr wahr. Fühlst du dich erholt? Zum Dank für deine Übernachtung hältst du einen Steilpunkt. Jetzt habe ich das Marlon-Bett. Toll. Ja, genau. Hock dich auf meinen Monitor. Soll ich den Monitor verprügeln oder was, ein dummes Viech? Ich probier's. Bleib doch wenigstens sitzen, du Arschloch. Mobbing. Oh, du hast schon einige Punkte gesammelt, Link. Wenn du sie vom Riemen einlösen möchtest. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt ganz kurz zum Flex. Prämie erhalten. So. Hast du dich für die Macht in einem Marlon-Bett qualifiziert? Wenn du bla, aber nicht nur das, du erhältst Weissagung des Pferdegottes Marlon. Dann kannst du ein Pferd mehr bei uns registrieren. Oh wow, toll. Wie sinnlos! Dann mal auf, zurück zur Basis! Und dann werden wir uns hier hochbeamen und einfach runterspringen. So. Aber wir müssen ja noch kurz die Queste abgeben. Ja, doch fast eine Stunde gebraucht, seht ihr mal. Das ist jetzt Folge, was ist das jetzt? 51, ne? Müsste es, glaube ich, sein. Ja, die 51. Das heißt, Folge 52 wird das, wird der Schlusspunkt. Zwei Folgen später als ursprünglich gedacht, aber noch drei von meinem Limit. Wow. Das lief doch mal wunderbar, würde ich sagen. Okay. Bin ich eigentlich zu Bruder oder zu dir? Wahrscheinlich eher zu dir. Willst du deinen Schrott wieder haben? Nein. Schade. Kein Rückgaberecht. Ah, Herr Ritter, schön, dich wiederzusehen. Du wirkst ja so fröhlich. Hast du vielleicht etwas entdeckt? Ja, also. Na? Wie? Du hast Koga besiegt? Also, ja, wenn das jemand schafft, dann du. Und hast du auch Hinweise darauf gefunden, was mit Prinzessin Zelda geschehen ist? Ja, die ist ein Drache, fliegt hier rum. War in der Vergangenheit. Ach so, dann hast du nichts. Was? Willst du mich verarschen, Spiel? Wir standen literally auf ihrem Kopf drauf. Zweimal. Wir wissen, wo sie ist. Was ist das für ein dummer Satz? Wieso ist dieser Satz da? Der ist so dumm. Ja, okay, wenn man Koga auch noch vorher machen könnte, aber trotzdem, ja, ach, Nintendo, adaptive Sätze bitte. Andererseits droht der Prinzessin von dort unten keine Gefahr mehr. Auf dich kann man sich verlassen. Ich werde mir. Was? Launch a new Bing from your taskbar. Nein! Not now. Geh mal denn auf den Keks. Was ist denn das Windows? Fliegen nerven mich, Windows nerven mich. Was ist denn los? Ich werde dir weiterhin die größte Mühe mit der Erforschung des Untergrunds geben. Und wenn du noch mehr, wenn du noch etwas herausfinden, sagen, nein. Tschüss, ich gehe jetzt zu Pura. Ich komme mir verarscht vor. Wie seine Assistentin ist ein bisschen dämlich, glaube ich. Link, da bist du ja wieder. Und hast du im Untergrund etwas entdeckt?
Du hast bereits die fünf Weisen versammelt und auch das Master Schwert ist wieder in deiner Hand. Der ist nur gerade ein bisschen kaputt. Es bleibt nur noch den Dämonenkönig zu finden. Das Opfer der Prinzessin darf nicht umsonst gewesen sein. Wir müssen ihn so schnell wie möglich finden. Ich weiß, wo er ist, unter Schloss Hyrule. Wie? Der Dämonenkönig findet sich in den tiefsten Tiefen des Untergrunds unter Schloss Hyrule? Ja, wer hätte das wohl gedacht? Da muss ich erstmal sacken lassen. Wie so oft bist du mir ein oder zwei Schritte voraus. Und erst deine Gelassenheit, wenn doch der Untergrund voller unbekannter Kreaturen und Miasma ist. Kaum vorzustellen, welchen Schwierigkeiten und Gefahren du dich ausgesetzt sahst. Ja, es geht. Und dennoch hast du die Erkundung erfolgreich zu Ende gebracht. Ich danke dir von Herzen. Joshua hat sich bestimmt als sehr fähig erwiesen, oder? Als sehr fähig im Dumm in der Gegend rumstehen, ja. Aber ansonsten nein. Ich kann sie gerne feuern. Sie hat rund um die Uhr Informationen gesammelt, indem sie vor der Tafel stand. Zweifelhaft. Weil sie dir auf jede mögliche Art helfen wollte. Solltest du dich persönlich bei ihr bedanken? Nein. Damit sind unsere Vorbereitungen abgeschlossen. Auf geht's in die tiefsten Tiefen unter Schloss Hyrule. Ich werde es die Weisen natürlich sofort wissen lassen, wenn du zum Dämonenkönig aufbrichst. Die Prinzessin hat all ihre Hoffnung auf diese Konfrontation gesetzt. Zeige den Dämonenkönig, wozu du in der Lage bist. Ja. Bögen sind alle sehr gut. Wir haben so richtig starke Bögen dabei. Wir könnten noch ein paar Pfeile vertragen. Ich muss einkaufen gehen. Schilde sind wir gut ausgerüstet. Waffen. Maximal ausbaufähig. Aber wir haben das hier, das ist schon mal nicht so schlecht. Auch wenn es ein Miasma-Prügel ist, aber der prügelt richtig. Gut. Essenstechnisch sind wir einigermaßen gut ausgerüstet. Können wir uns nicht gerade beschweren. Das ist ganz gut eigentlich. Können wir noch mehr machen. Haben wir noch Sonnenfleckchen übrig? Könnte ich was aus Sonnenfleckchen zusammenbasteln? Ich befürchte beinahe nein, ne? Doch, ich habe noch drei Sonnenfleckchen. Ich könnte da noch ein bisschen Miasma, Anti-Miasma-Herzen-Dinger da basteln. Mal schauen. Okay, Leute, in dem Sinne, ich werde offscreen noch ein paar Vorbereitungen tätigen und dann sehen wir uns wieder zur wirklich letzten Folge The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. In dem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein. Nicht vergessen, ein Abo da lassen wäre sehr schön. Ein Daumen nach oben wäre auch nett. Ansonsten macht's nicht gut. Macht's besser, euer Schraubsel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.